Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Rushly, und ja, heute begrüße ich euch mal wieder zu einem Black Ops 2 Gameplay. Es ist ein nachkommentiertes Spiel aus der Liga. Das ist ein Capture the Flag auf der Map Standoff. Wir gewinnen dieses Spiel ganz, ganz knapp nach der Verlängerung, nach der zweiten Runde der Verlängerung, besser gesagt. Und ja, meine Teammates waren nicht die Besten, die Gegner waren nicht die Besten, ich war nicht der Beste, ja. Was soll's? Wir haben gewonnen, ich bin weitergekommen in der Liga. Im Übrigen bin ich jetzt tatsächlich schon in der Platin Division, Rang 47 oder so, irgendetwas. Also unter den besten 50 in meiner Division, was nichts heißt, aber trotzdem, nicht schlecht ist es ja. Nun, aber das soll nicht mein Thema sein. Wobei, wenn wir gerade schon beim Thema Liga sind, heute habe ich noch ein kleines Search and Destroy auf Raid gespielt. 4 gegen 4, ganz normal, wunderbar, alles super. Bis auf das, dass meine Teammates nach der ersten Runde, die wir gewonnen hatten, alle geragequittet sind oder so, oder rausgefallen sind, was auch immer. Auf alle Fälle war ich dann nur noch alleine gegen 4. Und ihr glaubt's nicht, aber ich hatte schon zum Schluss einen Score von 15 zu 5 oder 15 zu 6. Das heißt eigentlich einen nicht schlechten Score. Und meine Gegner, der Beste hatte 2 zu 3. Ich habe zwar 6 zu 1 verloren, ich habe alle 6 Runden verloren, aber in 4 von 6 Runden habe ich 3 von 4 Gegnern getroffen oder ja, oder besser gesagt 3 von 4 Gegnern umgebracht, also getötet. Einen habe ich dann immer vergessen oder ausgelassen. Ja, dieses Video will ich euch ein anderes Mal bringen, weil es ist wirklich witzig zu sehen, wie schlecht die Gegner waren, wobei 2 von denen in der Master Division waren und einer in der Silver und einer in der Gold, kann das sein? Oder waren 2 in der Master, 2 in der Platin? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle war es eigentlich an sich kein schlecht platziertes Team, theoretisch. Aber das ist sowieso ein Liga-Ding, welches irgendwie normal ist, also. Erstens gehen viele Leute gerne raus aus den Spielen, was mich persönlich übelst nervt. Und zweitens ist es oft so, dass Spieler in der Master Division sind, welche grottenschlecht sind. Aber wie gesagt, das soll heute nicht unser Thema sein. Unser Thema ist das Call of Duty Ghosts. Ja, Ghosts. Ja, es tönt ein bisschen komisch, ich finde es einen geilen Namen, ganz ehrlich. Also besser als Modern Warfare 500.000 Nummer 3 oder so. Nee, besser als Modern Warfare 4 finde ich es auf alle Fall, auf allemal besser gesagt. Und deswegen, ja, der Name, er sagt schon alles. Ich hoffe, es gibt wieder so die Perks Ghosts und so. Wobei, sie werden mich wieder nerven, ich sehe es schon kommen. Aber ich freue mich übelst auf den 5. November, glaube ich, kommt das Spiel zu mir. In der Hardened Edition, ich habe da, weiß gar nicht mehr, wie viel ich zahle. Auf alle Fälle ist dort der Season Pass gleich mit dabei. Hoffe ich zumindest, dass das mal stimmt und dass der auch hält. Ich habe zwar die Hardened Edition von Black Ops 2 ebenfalls gekauft, aber leider hat es dort keinen Season Pass dabei. Also von dem her, es kostet gleich viel, aber wenn dort ein Season Pass dabei ist, ist es natürlich ein viel bessere Kombi. Und ja, auf was freue ich mich denn so genau? Ja, ihr solltet es ja selber schon gesehen haben, der Multiplayer-Modus, den konnte man schon gucken auf vielen verschiedenen Kanälen, vor allem Asiali hat die hochgeladen, ein paar von denen habe ich es geguckt. FaZe hat auch schon ein Gameplay hochgeladen, welches nur gesniped ist. Und es sieht nicht mal so aus, als würde es großartig Quickscope geben, Entschuldigung, Quickscope geben, oder keine Ahnung, wie man das soll aussprechen. Aber dafür sieht es richtig geil aus. Also die Grafik sieht noch schon mal viel anders aus als hier, Black Ops 2. Ich finde, Modern Warfare 3 versucht es ein bisschen zu realistisch und schafft es dann auch nicht. Aber Black Ops 2 sieht mir dann wiederum ein bisschen zu komikhaft aus. Ich weiß, es tönt ein bisschen komisch, aber es sieht ein bisschen komikhaft aus. Und ich finde jetzt, das neue Ghost geht in Richtung von Battlefield 3. Ich weiß nicht, ich glaube, sie werden es nie erreichen, diese Stufe von der Grafikdetail oder Detailverliebtheit wie in Battlefield, auch in Battlefield 4. Und hier seht ihr meinen Freund tanzen, indem ich das ganze gegnerische Team ausgeschaltet habe und uns die Flagge zur Flaggeneroberung verholfen habe. Und ja, ihr seht, Call of Duty Ghosts, gehen wir wieder zurück. Es soll eine neue Engine bekommen, also es hat eine neue Engine, man sieht das ganz klar in den Videos, die sie zeigen. Also die Bewegungen sind flüssiger, das Spiel wirkt neuer, wirkt frischer. Ja, man wird es dann sehen, ob es dann tatsächlich auch was bringt, aber ich nehme an, das hat ziemlich viel gebracht.
Ich hoffe natürlich, es wird ein gutes Spiel. Aber ich weiß, dass es ein gutes Spiel wird. Das heißt, ich weiß vor allem auch, dass ich dieses Spiel wieder suchten werde, wie das Black Ops 2, weil hier bin ich jetzt gerade mal. Jetzt habe ich gerade heute oder gestern habe ich den Master Prestige gemacht. Für mich eine riesen Errungenschaft, weil ich habe noch in keinem Call of Duty den Master Prestige erreicht, sozusagen. Also, ich meine, Modern Warfare 3 war ja eh ein Witz. 20 Prestige-Stufen, für was? Weiß kein Mensch. Ich habe bei Modern Warfare 3 9 Prestige-Stufen gemacht. Bei Black Ops war ich, glaube ich, auf der 7. oder 8. Prestige-Stufe. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle war ich da nicht so hoch. Und bei Modern Warfare 2, da war ich, glaube ich, im ersten Prestige. Kann das sein? Ja, ich bin jetzt im ersten Prestige, besser gesagt. Ich habe es ja wieder angefangen zu zocken. Nun, aber kommen wir zurück zu Call of Duty Ghosts. Etwas Neues wird es geben und auf das freue ich mich ganz gewaltig und ich hoffe, sie können es auch gut umsetzen. Das sind diese Clan-Wettkämpfe. Das heißt, man sieht sozusagen eine große Map, also eine ganz große Map, besser gesagt, mit vielen verschiedenen Maps drauf. Und dann hat es so verschiedene Clans. Das sind die, die die Standorte momentan besitzen. Und dann kann man gegen die kämpfen und die Standorte erobern. Und irgendwie wird man dann auch wieder eingeteilt und so, bla bla bla. Finde ich eine ganz, ganz geile Idee. Also echt, das machen sie cool. Das wird den E-Sport oder E-Sport ein bisschen weiterbringen. Wobei ich möchte jetzt selber mit dem richtigen E-Sport anfangen, in der CSL oder in der Major League des Gamings. Ich weiß, ich bin nicht gut. Oder noch nicht gut genug, nehme ich mal an, für die Major League oder für die CSL. Für die richtig harten Gegner werde ich noch nicht gut genug sein. Aber das Positive am Verlieren ist, man lernt immer etwas draus. Also meistens, besser gesagt. Oftmals lernt man etwas draus. Aber ja, Call of Duty Ghosts macht das geil. Also ich finde das eine geile Idee. Zusätzlich freue ich mich wie jedes Jahr natürlich auf die neuen Waffen, auf die neuen Waffentarnungen, auf die neuen Waffenaufsätze. Wie haben sie wieder den Klasseneditor gemacht? Also Klasseneditor. Es ist natürlich kein Klasseneditor, aber doch, es ist ein Klasseneditor, oder? Es ist ein Klasseneditor. Ja, egal. Auf alle Fälle freue ich mich auf dieses Einstellen wieder ein bisschen üben und ich weiß es genau, in einem Jahr, wenn dann das neue Call of Duty rauskommt, ich nehme an, also ich hoffe mal, es wird ein neues geben nach dem Call of Duty Ghost. Es wäre ja was Neues, wenn es kein neues geben würde, sagen wir es mal so. Sie bringen es ja jährlich momentan und ich freue mich drauf, zu sehen, was habe ich denn jetzt gespielt und was spiele ich in einem Jahr. Denn guckt man sich das mal an, was ich in MW3 gespielt habe, und guckt man sich jetzt an, was ich hier spiele, ist schon ein gewalttätiger Unterschied. Das ist echt gewaltig. Ich meine, ich bin viel, viel, viel besser geworden als früher. Und von dem her, ja, Übung macht den Meister. Das ist überall im Leben so, im Übrigen. Das solltet ihr euch merken. Übung macht den Meister. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Ich hoffe, es wird mir gefallen, wobei ich nehme an, es wird mir gefallen. Ich nehme an, es wird mir auch nicht gefallen. Es gibt sicher Momente, die mich aufregen werden. Ich kenne es schon. Und hier seht ihr, dass mein Verwirrungstrick hat geklappt. Wobei ich ziemlich erschrocken bin, dass da plötzlich zwei gestanden sind. Aber ja. Und ja, ich hoffe, dieses Gameplay hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet und das Gameplay gucken würdet. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lassen würdet. Und ja, freut euch. Ich bin dran, die Road to Master Division Videos am Bearbeiten, bin ich die, besser gesagt. Und ja, ich hoffe, dieses Gameplay hat euch wieder mal gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Rushly.